Ich darf jetzt recht herzlich im HT1-Studio Frau Roswitha Hebenstreit und Herrn Alexander Huber, Obmann vom Stadtmarketing Altheim, begrüßen. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo. Ja, es geht um die Gewerbeschau in Altheim. Am 3. und 4. Oktober findet sie ja wieder statt. Wie viele Aussteller sind diesmal dabei oder die wievielte Ausstellung ist das und was können Sie uns eigentlich über die letzte Ausstellung erzählen? Das ist die 5. Ausstellung, die 2. unter meiner Obmannschaft. Was kann ich über die letzten Ausstellungen erzählen? Wir haben meistens, also eigentlich immer versucht, ein Highlight zu haben bei Ausstellungen. Das hat begonnen mit KTM, den Crossbow. Der ist direkt von Dubai nach Altheim gekommen damals, bis hin zum Formel-1-Wagen von Red Bull. Haben eigentlich jetzt jedes Jahr ein Highlight gehabt und hat sich gezeigt an die Besucherzahlen. Also haben wir eigentlich immer sehr zufrieden gewesen. Die diesjährige Messe oder die diesjährige Ausstellung ist ja unter einem eigenen Schwerpunkt. Was ist da diesmal, was wird diesmal geboten? Diesmal haben wir speziell geschaut auf das, dass wir einen guten Branchenmix zusammenbringen, also eine Vielfalt. Und wir haben lauter Firmen aus der Region Altheim und werden so ca. 27 Branchen abdecken. Was für Branchen sind das ungefähr? Es geht an bei Auto, über Elektronik, über Hausbau, über Kulinarik, über Lifestyle und Mode bis hin über Tiere und zum Schluss auch natürlich nur Gesundheit. Und ja, wir decken so ziemlich alles so, was der Mensch braucht im heutigen Leben. Ja, am Sonntag gibt es auch, was der Mensch braucht. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr los. Richtig. Was ist da genau speziell? Da wird es ein wenig lustiger am Sonntag. Da haben wir einen Bierregionsfrühschuppen mit der Bierverkostung der Privatbrauer Wurmeringer. Die leitet übrigens der jüngste Braumeister Österreichs, das ist der Klaus Wurmeringer. Und musikalisch werden wir da von Innviertler Dreier Musi und die Stammtischsänger sind natürlich auch dabei. Ja, Frau Hebenstreit, wir kommen zurück zum Freitag am 2. Oktober. Da gibt es ja was ganz Besonderes, da fliegt wer ein. Ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind sehr stolz, dass wir den ehemaligen Trainer des ÖSV-Skiefliegerteams bei uns zu Gast haben, Alexander Pointner. Er wird uns einen Vortrag halten, basierend auf seinem Buch Mut zum Absprung. Er wird aber von seinen Erfahrungen sehr viel ins private und vor allem in das wirtschaftliche Leben ummünzen, von der Motivation über Erholungsphasen, und wir sind schon sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Er wird aber nicht nur was sagen, er wird auch sein Buch mitnehmen und auch sogar signieren. Ja, er bietet seine eigenen Bücher zum Verkauf an und wird sie auch handsignieren. Ja, Frau Hebenstreit, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo bekomme ich Karten für die Gewerbeausstellung in Altheim? Die Karten gibt es ausschließlich bei der Sparkasse Altheim im Kartenvorverkauf. Es wird keine Abendkasse geben, weil wir begrenzte Blattzahlen haben. Und es gibt zwei Arten von Karten. Es wird das normale Ticket geben, wo auch Gratisgetränke bis 22 Uhr beinhaltet sind. Und es gibt ein VIP-Ticket, das spezielle Werbemöglichkeiten für wahrscheinlich Firmen, wird es am besten ankommen, bietet. Ja, wir wünschen der Gewerbeausstellung in Altheim viel Erfolg, dass sehr viele Gäste kommen, und bedanke mich für Ihren Besuch.